Leute und hallo, herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren Folge Rocket League zusammen mit Markus. Wir spielen die neuen Mutator Mods und wie ihr jetzt gerade seht, die Ballgröße gigantisch, Ballgeschwindigkeit langsam, Ballgewicht super leicht und Abprallstärke hoch. Das heißt, hier sind einfach laute Dinge geändert. Das Ganze ist leider ohne Ranked, aber dafür haben wir hier ganz crazy Sache. Und ihr habt jetzt gerade eben gesehen, was das hier jetzt eine Runde wird. Und oh, ich hab Ballzauber reinbekommen. Der passt doch gar nicht ins Tor rein. Warum schneit es jetzt? Es hat gerade geschneit bei mir. Es schneit immer bei diesem Abflug. Ein bisschen. Oh. Oh. Ich hab kein Nitro. Hau ihn gegen die Wand. Platz Parade. Oh, ich hatte auch nochmal zwei Paraden. Mal den Kleiner. Ey, bei dem Ball muss man Torwart machen. Da wollte der Torwart machen. Das Tor ist das Tor, der Torwart, ey. Yeah, und wieder abgewehrt. Und ich weiß, bei dem Ball musst du einfach Torwart machen und dich einfach nur ins Tor stellen und hüpfen. Der Rascal brauchst du ja können, Alter. Der geht eh nicht rein, ey. Alter, wie hoch der fliegt, weil das Ballgewicht einfach super klein ist. Wie lang der fliegt er? Nicht hoch, sondern... Ja, der fliegt auch hoch, verhältnismäßig für seine Größe. Du schaust, wie riesig der Ball ist und dafür, wie hoch der eigentlich fliegt im Vergleich zu dem normalen Ball. Jo, geil! Er schneit, ja so, er schneit, weil jemand so ein Schneidding hat. Ja, aber irgendwie sieht es dann so aus, als ob es überall schneiden würde und nicht nur im Nitro-Bereich. Bäm! Der Ball, der ist einfach so langsam. Der hat ja auch bei Höchstgeschwindigkeit langsam. Alter. Der ist so schnell, wie du normal fahren würdest, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Auf Maximalgeschwindigkeit ist der so schnell. Ja, ist er. Wow, er bewegt sich einfach so slow. Oh, leck, jetzt bin ich weggewechselt. Ja. Nein! Oh, wie fliegt der jetzt auf einmal? Oh, die Fliege, okay. Ja, stimmt, den Ball treffe ich im Flieger auch. Das ist nicht schwer. Inzwischen treffe ich sogar den normalen Ball im Flieger. Also warum nicht den Ball hier? Ich habe ja gerade mit dem kleinsten Ball von allen ein Volley-Tor gemacht, ne? Muss man festhalten. Ja. Ich habe gerade in der Runde davor mit dem Ball winzig ein Volley-Tor gemacht. Mein erstes Volley-Tor überhaupt. Ja, und ich bin jetzt schon Veteran, möchte ich anmerken. Wow, das. Man muss dazu sagen, das war genau wie Markus gerade gesagt hat, ein DLC Erfolg, den man eigentlich nur mit DLC bekommen kann. Ich habe ihn gemacht ohne DLC. Keine Ahnung wie. Ich hab's halt gemacht. Oh, fuck. Alter. Alter, ich glaube, es gewinnt einfach der ein Tor schießt. Ja. Das ist wahrscheinlich nicht wir. Doch, doch, das sind wir. Jetzt hier. Wo ist der? Da. Der ist so riesig, du kannst diesen Ball nicht verlieren. Weil hinter dir ist schon. Aua. Wow, über ihn drüber gespielt, perfekt. Und zack, und hier auch nochmal weiter gespielt. Und weggerammt worden. Da kommt wieder der Torwart. Ja. OMG, einfach mal einen OMG raushauen. Ja! Nein! Da kommt wieder. Ich hab... Ich wurde weggerannt. Yes! Oh mein Gott. Yes! Ja. Nein! Nein! Der passt nicht ins Tor rein! Er passt schon, aber er muss total flach kommen. Und bei drei Spielern flache Tor schießen, sind wir dann behindert voll mit so einem langsamen Ball. Wie soll das gehen? Das wird nur endliche Nachspielzeit, glaube ich. Ich glaube, in die Folge hier kommt einfach nur diese Runde rein. Ja, du musst einfach schneiden und dann die Folge, Alter. So ewig lang. Genau, die wird zweigeteilt. Ein Spiel muss zweigeteilt werden, dauert zu lang. Ja, oder also, du schneidest die größten, besten Momente oder so. Dann eine Folge reinschneiden, wenn es irgendwie so eine halbe Stunde lang geht oder so. Das hoffe ich jetzt nicht. Ich hoffe, dass das Match zumindest in 20 Minuten Radius bleibt. Dann kann man es ja noch hochladen. Alter. Ja, 20 Minuten für Orgedick, Alter, wie der. Ja, also 12 wären schon besser, muss ich auch sagen. Oh nein. Ich hab verkackt. Oh, ich auch, Alter, weil der so lahm ist, ey. Aber ich habe ihn wieder umbringen können. Mann. Ja. Ja. Nein. Nein. Nein! Alter! 30 Sekunden, das war einfach noch kein einziges. Das war bisher nur einmal unser Ding, was fast nach dem Tor aussah. Und ansonsten gab es einfach noch nichts. Es ist auch so schwer, den Ball irgendwie kontrolliert zu treffen in irgendeine bestimmte Richtung, weil es so groß ist, du kannst nicht abschätzen, wo du den hinspielst einfach.
Ja, komm schon, nach oben! Ja, ich habe ihn weggeschielt! Ja! Nein! Wo ist der Ball? Da ist der Ball! Nein! Der schießt dich nicht übersehen! Doch! Ja, siehst du? Oh no! Es geht los! Okay, ich hol mir Nitro, come on, pack auf, nein, mach du Torwart! Okay, da kommt der Nitro-Mann, da kommt der Nitro-Mann! Bäm! Oscar-Torwart, Alter! Zack! Schön gemacht! Nein, ich hätte... Block, Alter! Hurensohn, Alter! Boah! Genau, mach deinen Rückgang, Dari! Alter! Sauber! Alter, dieser Ball, ne? Zack! Okay. Oh, los. Nice one. Im Doppel. Mit der Spitze. Ja. Torschuss, aber leider auch abgewehrt. Hatte ich schon zu oft. Oh, oh. Boah, lecker, ja. Bäm. Ich glaube, solange einer im Tor stehen bleibt, ist das ein unendliches Spiel. Weil man den Ball so leicht aufhält einfach. Ja, perfekt, über die drüber geschielt. Okay, jetzt muss. Ja! Ja! Nice! Vor allem ist es wo wir alle drei draufgehen. Alter, okay Leute, das erste Mutator-Spiel, ich würde sagen, zweites geht schon noch, oder? Kann jetzt drauf an, ob das so eine unendliche Runde wird. Falls es eine unendliche Runde wird, würde ich sagen, sehen wir uns dann direkt beim nächsten Mal. Ja. Bin bereit, hast du Revenge-Abstimmung gemacht? Ja, habe ich gemacht. Alles klar. Aber die Gegner haben mich schon alle gelieft, also von dem her... Genau, das ist nämlich wieder so, weil wir hier nicht ranked sind, ist es so, dass die Spielersuche auf dem Server stattfindet. Das heißt, wir suchen jetzt auf dem Server hier nach Gegnern. Oh, wir können fahren? Ja, wir können alleine spielen. Ich hab Tor gemacht. Ne, hast du nicht? Doch, ich hab Tor gemacht. Ich bin keine Tor mehr. Voll lecker, ne? Okay, wir spielen jetzt gegeneinander. Was, welches Tor ist was? Ich schieß auf Rot. Okay, ich hab Blau. Hier können wir einfach so Torwart spielen und so trainieren. Okay, wir haben Gegner. Nice. So, welche Mutatoren sind diesmal dabei? Time Warp? Spielgeschwindigkeit? Time Warp? Keine Ahnung, was das ist. Probier es aus. Alter! Die Spielgeschwindigkeit wechselt die ganze Zeit. Ah, stimmt, ja. Wow! Ja. Wir sind auf einmal Zeitlupe. Wow! Tor-Dinger sind, Alter! Tor-Situationen! Also, der erste hat gelieft und... Ja! Wow! Nice! Einfach in Zeitlupe, eine Zeitlupe-Aktion! Zeitlupe, Alter, die Zeitlupe ist... Zeit... Ich so schnell wie die Zeitlupe... Wir einfach schon unser Verbündeter und ein Gegner gelieft haben. Ja, aber ich soll nicht können, Alter. Zeitlupe. Zeitlupe ist einfach geil. Man weint immer, es ruckelt. Was ist einfach Zeitlupe? Alter! Ich glaube, das ist immer kurz bevor jemand den Ball berührt, oder? Ja, ja, ja. Immer kurz bevor jemand den Ball berührt. Das ist einfach Zeitlupe. Nee, doch nicht. Das Auto fährt nicht mehr, aber es war Zeitlupe. Das ist einfach fahrte, immer total Alter. Random. Das ist klar. Alter. Oh, leck, Alter! Wie das aussieht! Weil wieder Ball immer wieder schnell und langsam, schnell und langsam. Alter! In Zeitlupe gedropkickt! Okay, okay, okay. Oh. Schönes Ding. Ja. Oh, Zeitlupe kommt mir in den Weg. Oh, noch eine Zeitlupe. Oh, noch eine Zeitlupe. Nein. Ah, die Zeitlupe hat uns das Tor gekostet. Nee, glaub ich. Doch, glaub schon. Oh, doch die Zeitlupe, nein, Alter. Nicht. Hey, diese Zeitlupe. Alter! Mr. Solar und Dex, den Controller spinnen irgendwie so.
mich gerade in der Rolle einfach Zeitlupe hatte. Ist das so geil aus. Ich habe mich voll langsam durch die Luft geht. Alter, im Drift sieht es auch richtig krass aus, wenn du Zeitlupe hast. Oh. Boah, Alter, wie habe ich den noch berührt? Ja, ich habe gerade gemacht. Ich habe sie gemacht. Achso, okay. Oh, Leck, Alter. Nee, die Zeitlupe hat ihn gefistet. Oh, fuck it. Alter, er hat getroffen und die Zeitlupe fistet mich. Okay, okay, wo ist der Ball? Er ist direkt über mir, jetzt kommt die Zeitlupe, oder? Ja. Ja. Man kann jetzt nicht so... Alter, wegfliegst, ist. Du musst da einfach so eine Rolle machen mit der Zeitlupe, es sieht einfach so geil aus. Alter, Crash-Zeitlupe. Oh, Zeitlupe. Wie ich gerade genau in der Rolle eine Zeitlupe bekommen habe, das war auch ziemlich cool. Oh, leck, Alter. Jetzt kommt die Zeitlupe, ich wette drum. Ja, natürlich kommt die genau da, wo ich Backflip machen will. Ah, den habe ich abgedrängt, da kommt die Zeitlupe zum richtigen Moment. Oh, Zeitlupe. Ah, ah, Zeitlupe. Noch eine Zeitlupe und noch eine Zeitlupe. Verrückzieher. Ja, ein Slow-Mo-Verrückzieher. Ja. Slow-Mo-Ball. Boah, lecker, da. Oh, shit. Da kommt die Zeitlupe wieder. Also, das hat schon auch irgendwie was für diesen Zeitlupe. Wird dann eigentlich oben die Zeit auch langsamer? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee. Boah, lecker. Doch, sie wird langsamer. Boah. What? Slow-Mo. Volleyball. Also, sorry, damit habe ich nicht gerechnet. Dass ich während des Volleyballs das Slow-Mo bekomme. Boah. Oh fuck. Oh fuck. Das Slow-Mo macht einem immer noch mehr Angst. Oh. Zum Glück war jetzt Slow-Mo, sonst hätte ich zu langsam reagiert. Der bringt Vorteile und ja, zum Beispiel, das ist jetzt ein Nachteil. Weil jetzt kriegt er wahrscheinlich Slow-Mo zum Schießen und verkackt. Ne, der ist der erste Moment gekriegt, wo Ding war. Mach ihn. Ja, die Slow-Mo hat mich gerettet. Perfekt. Die Slow-Mo. Und genau jetzt kam. Ne, warte, jetzt kam die Slow-Mo, sodass ich perfekt spielen konnte. Genauso wie jetzt hier in der Wiederholung. So, ne. Zeig, ich fange das Match für das Boomer hat das Spiel betroffen. Ja. Nice. Yes! Oh, wie nice war das, Alter. Like zwei Ballkontakte. Zum einen Schnellmode. Bam! Zwei Ballkontakte. Das ist ja drin. Ja, und in die Gambe. Wahrscheinlich kommt jetzt ein Slow-Mo, wenn ich nach vorne springe. Ohne Scheiß. Ja. Ist das immer so geil aus? Ich einfach, es sah einfach so aus, als ob ich am Ball stehen bleiben würde. Geil, Slow-Mo beim Volleyball. Oh, fuck. Was wollte da? Nein, die Slow-Mo, fuck. Alter. Slow-Mo hat uns gerade den Arsch gerettet, glaube ich. Ja. Oh, oh. Sorry. Wow, ich flieg Slow-Mo durch die Gegend. Oh, leck. Das ist echt schon komisch, aber so bald hinterher fährt, dann kommt das Slow-Mo. Wenn jetzt das Slow-Mo kommt, Alter, ist das Assi. Ja. Es war alles Slow-Mo da, aber ich hatte auch spekuliert, dass das Slow-Mo kommt. Ja, ich auch, ich war direkt hinter dir. Das ist einfach so eine Doppelrolle. Nice. Ich hab ihn. Ja, Idiot. Ja, weil er die Nitros mitgenommen hat.
Stopp! Aber es war wieder zwei Ballkontakt, glaube ich, ne? Ja, irgendwie schon. Elias hat reingespielt und ich habe, glaube ich, instant verwertet, oder? Jo, ich habe instant verwertet. Ja, eine 5-0 noch mal hinterher, sonst haben 1-0 der erste. Ja, ich hätte es auch gewundert, wenn das Spiel anders ausgeht als 1-0. Slow-Mo zum Abschluss. Heilige Schau. Auf jeden Fall sehr geil. Ich würde sagen, das war's dann mit der ersten Aufnahme hier von diesem neuen Modus. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Aufnahme. Bis dahin, servus und ciao. Tschüss.